Servus Jungs, Team Bubbletier. Hier ein Real-Live-Video mit Hong. Ja. Wir zeigen jetzt mal, wie es so abläuft. Der Mann jetzt mal, der hinter der Kamera ist mal vor der Kamera. Wir stellen ein paar Fragen und schauen mal, wie seine Antworten so sind. Hong, ja. Du bist Gründer von Team Bubble Tea, vom Channel. So ist es. Danach haben wir das Team an sich gegründet. Wie ist es seitdem her abgelaufen oder wie ist es so bei dir ergangen und? Also wir wollten ja krass werden und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg, aber wir können nicht alles alleine machen und das Team sozusagen hat nur aus mich, Chong und Tati bestanden. Die anderen waren echt nutzlos, komplett nutzlos. Ihr glaubt es kaum. Die können nicht mal zurückschreiben. Wir hatten letztens zum Beispiel eine Aufgabe, 300 Facebook-Likes Special und keiner hat was geschrieben, außer Lorenzo, aber egal. Und der zweitbeste Vorschlag nach Lorenzo war Dennis anzünden. Und dann nach in dem Chat kam nichts mehr für eine Woche, bis Chong halt irgendwas geschrieben hat. Und so schlecht sind halt die Jungs. Und mit denen kann man halt echt nichts anstellen. Und deswegen, also ihr seid live dabei, Real Talk, nichts wird verheimlicht. Ihr wisst jetzt genau, wie schlecht unsere Jungs sind. Und ja, deswegen haben wir jetzt verschiedene Projekte. Deswegen geht Tati zum Beispiel zu Unite Pro Gamers als Spieler. Chong hat jetzt auch nicht mehr so viel Bock und übernimmt ein paar TO-Rollen. Und ja, also ich war Teammanager, Tati war Teamleiter. Wir sind ein bisschen ausgelaugt und ein bisschen geschwächt, weil die Jungs einfach so nutzlos sind. Und Chong hat zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Verantwortung übernommen, um uns jetzt einfach mal ein bisschen zu entlasten, dass wir einfach mal Kräfte tanken können. Und mal schauen, wie das ablaufen wird. Und ja. Ja, wie Hong schon gesagt hat, es hat uns alle ausgelaugt. Ja, wir sind immer hinterhergerannt, haben alles versucht, ja, hat nicht geklappt. Du hast schon die Leute alle angesprochen. Gibt es Hoffnung für das Team? Und wenn ja, für wen oder für wen? Oder was meinst du, gibt es da irgendjemanden, der vielleicht, bei dem du wirklich Hoffnung hast oder nicht? Es kommt darauf an, wie man Team definiert, also spielerisch als Team eher nicht. Aber das interessiert mich auch nicht, also ich bin jetzt zu CCG gegangen, Complexity Card Gaming. Und TBT als Spieler interessiert mich da eher nicht. Als Channel auf jeden Fall noch, da sind wir immer noch krass dabei. Auch Tati, auch nachdem er zu United Pro Gamers geht, ist noch mit dabei. Barisch ist wieder am Start, er macht krasse Videos, sogar Dimi bemüht sich. Und Nico auch relativ gut und wir haben Miko geholt und sowas, also qualitativ legen wir da auch noch zu. Spielerisch versucht Chong was auf die Beine zu stellen. Wir können ihn halt ein bisschen unterstützen, aber wir haben unsere eigenen Teams und mal schauen, wie das da auch ablaufen wird. Ja, du hast jetzt CCG schon angesprochen. Du bist ja auch schon eine Zeit lang bei denen. Wenn du das mal vergleichst, dieses Team und uns, ja, wo sind da die Unterschiede? Ja, also jetzt. Okay, das sind schon krasse Fragen. Also, das ist echt Real Talk, also die wollen halt auch im Team sein, man glaubt es kaum, aber in dem Team bin ich sogar einer der Nutzlosesten, also da bin ich sogar der Schatten, so krass ist halt CCG, also das sagt echt vieles und die wollen halt im Team sein und die wollen auch ihr Team pushen und unterstützen, von denen selbst kommt Eigeninitiative und sowas und das kommt halt bei uns nicht, denen ist es scheißegal, jedes Mal, wenn man sie drauf anspricht, dann kommt der Spruch, ja kick mich halt, juckt mich eh nicht. Kick mich halt und sowas. Und ja, so läuft unser Team ab. Ja, das ist schon echt traurig. Ja, okay, ich meine, es ist schon echt ein krasser Sprung. CCG ist ja echt wirklich enorm groß. Aber trotzdem gibt es einfach Leute, die Bock haben. Ja, sollte bei uns auch vielleicht eventuell so sein. Welche Rolle hast du bei CCG? Was machst du da genau? Also zurzeit übernehme ich alle YouTube-Aufgaben, aber zurzeit ist es halt nur videotechnisch, Videos hochladen und bearbeiten. Theoretisch, wenn ich mich mehr anstrengen wollen würde und nicht so ein Schatten wäre, dann müsste ich wahrscheinlich auch so die Themen, also Content-wise was machen und zum Beispiel vorschlagen, hey, lasst uns mal ein Video über das und das machen, ein neues Set, lasst uns darüber gehen und so. Aber dafür habe ich zurzeit noch keine Zeit und hoffentlich kann ich mich da mehr einbringen, bevor ich gekickt werde.
Naja, ich glaube nicht, dass sie sich so schnell kicken, weil die wissen schon, was sie an die haben. Ja. Jetzt nochmal so zum Team Bubble Tea. Und zwar Chong versucht sich jetzt als Eigeninitiative und ich bin ja auch eventuell nicht mehr so wirklich da, außer bei den Channels. Was hältst du davon, wenn jetzt zum Beispiel Chong auch wenig Zeit hat, jetzt für dich oder ich eventuell, wie wird es dann mit Team Bubble Tea weitergehen? Ja, da muss ich halt leiden. Aber da hoffe ich auf gute Unterstützung von Bagesh und Dimi und hoffentlich Nico. Chong sieht da nicht viel Hoffnung, aber mal schauen. Zum Beispiel jetzt hatten wir gerade ein paar Videos gedreht. Normalerweise drehen wir alle Videos mit Tati, rund um Tati. Alles wird nach Tati geplant, ohne ihn läuft nichts, videotechnisch. Und da haben die jetzt die Jungs mal ein bisschen mehr Einsatz gezeigt. Und wir haben ein paar Videos ohne Tati gedreht. Also eine Woche Videos ohne Tati kommt jetzt. Ansonsten jetzt dann wird Chong ein bisschen vergeisen. Tati wird auch wegen Arbeit nicht so viel Zeit haben. Also hoffentlich schaffe ich da ein paar Videos mit den anderen. Mal schauen. Wer weiß. Ich hoffe auf das Beste. Da bin ich ja sehr gespannt, ob das wirklich so klappt. Ja. Chong, hast du noch irgendwelche Fragen? Das könnte man ja noch so fragen an unseren großen Hong. Du stehst ja immer gerne hinter der Kamera, ne? Aber selbst vor der Kamera, ist es auch was für dich, oder? Also theoretisch, früher war ich immer vor der Kamera auch noch. Aber dann hatte ich halt die Jungs hier als Verstärkung dazu bekommen. Ist halt doppelte Arbeit für mich. Also Videos machen ist eigentlich schon sehr viel Arbeit. Und dann wollen auch noch Leute, dass ich vor die Kamera gehe. Zum Beispiel wollte Bagesh letztens, dass er filmt. Aber das ist eigentlich dann dreifache Arbeit für mich, weil ich dann vor der Kamera noch was machen muss, hinter der Kamera als Bearbeitung und dann, dadurch, dass ich es halt nicht selbst auch noch gedreht habe, muss ich es mir auch noch anschauen und mich damit auseinandersetzen. Das ist halt dreifache Arbeit. Und dann wollen ein paar Fans auch noch, dass ich Spieler werde. Also echt viel zu tun. Ihr habt gesehen, ich habe die Verantwortung jetzt schon übergeben, weil ich echt nicht so viel Zeit mehr habe, damit ich mich mal auf das Wesentlichste konzentrieren kann. Wir haben so eine To-Do-Liste. Ich und Tati nennen sie die unendliche To-Do-Liste. Darauf wollte ich gerade kommen. Und zwar, wir haben ja viel vor eigentlich, wir haben viele Projekte. Meinst du, dass wir das wirklich in nächster Zeit oder überhaupt die Punkte abarbeiten können mit den Leuten, die wir eigentlich jetzt haben? Deswegen habe ich ja Chong die Kontrolle übergeben, damit er sich um das ganze andere Zeug kümmert. Und ich kümmere mich jetzt echt mehr wieder um Videos. Qualitativ werden die wieder besser und Projekte werden gestartet. TBT im Glück, ich arbeite dran. Ich mache den Jungs Feuer unter den Beinen oder wie man das nennt. Hinter dem Arsch, dass die mal endlich loslegen. Andere Projekte sind geplant, also videotechnisch konzentriere ich mich jetzt mehr. Und ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, was soll ich dazu noch sagen? Wir sind ja, Team Bubble Tea ist ja ein Channel, der ja fast, also eigentlich jeden Tag ein Video rausbringt. Das macht ja fast sonst keiner, ja. Findest du, oder woher kam die Idee, dass du sowas machst, beziehungsweise findest du das gut im Allgemeinen? Oder du persönlich jetzt, oder, ja. Ja, das kommt persönlich, weil einfach von normalen YouTubern, also nicht Yu-Gi-Oh! YouTubern, die ich mir halt gerne anschaue, die machen halt auch jeden Tag ein Video. Ja. Für die ist das kein Problem und deswegen habe ich die mir als Vorbild genommen und auch jeden Tag ein Video gemacht. Ich krieg's noch hin. Ich leide nicht so wie der Dennis, der Leinde, der extra deswegen tot. Sogar mit Yu-Gi-Oh! Aufhört und seinem Channel. Also ich krieg das noch gebacken. Jeden Tag ein Video, das geht noch klar. Ja. Bin ich echt geil. Also Channel an sich echt cool. Jetzt noch meine letzte Anmerkung. Du bist ja kein Spieler mehr, rein theoretisch, aber hast ja auch mal hin und wieder gespielt. Bleibt es dabei oder hörst du komplett auf? Also komplett aufhören wäre sinnlos, weil ich muss ja noch zu den Turnieren fahren, mich bei meinem Team blicken lassen, CCG, dann natürlich Videos drehen. Und ist ein bisschen sinnlos, dann auf dem Turnier an sich nichts zu machen. Ihr habt ja gesehen YCS, da war ich krass am Start, fast getoppt. Aber ansonsten privat so jetzt kleine Turniere oder so oder DN oder so absolut nicht. Wenn dann nur die großen Turniere, DM, EM, YCS, vielleicht ein paar von Chongs Turnieren, mal schauen. Ja, das freut uns zu hören, dass du auch nicht nur hinter der Kamera bist, sondern auch mal hin und wieder vor der Kamera und auch als Spieler, finden wir echt gut. Ja, das war's von uns. Vielen Dank, Kong. Ja, dass wir auch mal den Mann sehen, der hinter der Kamera steht, der die ganzen Sachen managt und
auf die Seite stellt und dass ihr jeden Tag ein geiles Video habt von uns. Ja, vielen Dank. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Das war der Real Talk mit TBT. Keine Geheimnisse, alles direkt gesagt. Ihr seid alle nutzlos, außer Chong und Tati. Seid froh, dass ihr noch nicht gekickt wurdet, weil wir Mitleid mit euch haben. Ansonsten, weitere ernste Gespräche werden folgen. Ihr werdet alle sehen, keiner kann entkommen. Bleibt dran. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mit.